Vielen Dank, Hermann. Das steht online, das läuft nicht, könnte. Nee, auch jetzt so. Das Einzige ist, es ist bloß eine Kollision zur letzten Zahl von Stadtentwicklung. Da haben Sie mich vollkommen anders aufbauen. Okay. Ihr findet das alles auf dieser Seite, auf dem Blog tempelhoferfeld.info. Das ist das Feldmagazin für Demokratie und Schönheit. Ja. Hier sitzt auch gerade die Redaktion. Wenn ihr was habt, schickt uns nochmal. Sag mal die Adresse bitte. Tempelhoferfeld.info. Wer von mir E-Mails? www.tempelhoferfeld.info. Dieses Hearing dient natürlich aber auch dazu, all denen, die nicht sich in der Tiefe mit der Thematik beschäftigen wollen, aber sehr wohl betroffen sind, den Einstieg möglichst zu erleichtern, indem auch die Experten vor Ort sind, die man Fragen stellen kann, die dann wirklich auch verständlich beantwortet werden, sodass die persönlichen Belange klar sind. Genauso bei den Einwänden, die jetzt zu stellen sind, bis zum 1. November, in der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung, ist es wichtig festzustellen, wann ist man betroffen, ist es ein Unterschied, ob man nur Mieter ist, welches Gewicht hat wieder eine Einwendung als Eigentümers hier, gerade in der Gartensiedlung, in der Gartenstadt. Das sind so Unterschiede, die wir auch hier herausarbeiten können und auch hier besprechen können. Auf Fragen würde ich gerne gleich eingehen. Zwei Fragen lasse ich kurz zu, und dann würde ich gerne in die eines eigentlichen Hearing einsteigen. Wenn ich gut verstanden habe, es gibt 250.000 Wohnungen zu viel in Berlin, statt zu wenig. Oder zu wenige Leute in einer Wohnung. Was? Oder zu wenige Leute in einer Wohnung. Das wäre auch aufgefallen. Genau, alles zusammen. Die zwei Zahlen von Herrn Barges habe ich versucht zusammenzurechnen. Ja. Und ich kam so ungefähr auf 250.000 zu viele Wohnungen in Berlin. Also ist die Behauptung, es gibt zu wenige Wohnungen, einfach falsch. Zu wenige Wohnungen oder zu viele Wohnungen haben wir sicher nicht in Berlin. Wir haben sicher viele Wohnungen, die, ich sag mal, nicht so genutzt werden, wie sie genutzt werden könnten. Wir haben sicher einen erheblichen Bedarf an, wie man so schön sagt, bezahlbaren Wohnraum, was sicher auch ein relativer Begriff ist. Und das hat auch eine Auswirkung, wo wir lange zurückgehen müssen. Immobiliencrash in den USA und so weiter und so fort, wo wir investieren, was wollen die Investoren haben, nämlich Rendite und so weiter. Aber das sprengt jetzt unser Thema, denke ich. Ich würde Ihnen jetzt gerne unseren Experten für heute vorstellen. Und zwar ist dieser Experte Herr Marco Schmidt. Darf ich Sie bitten, vielleicht einmal aufzustehen? Marco Schmidt, seines Zeichens Diplom-Ingenieur an der TU Berlin, dort forschend. Gehört der Arbeitsgruppe Wasserhaus und Kulturtechnik am dortigen Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung an. Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist es, die Planung und Durchführung wasserbaulicher, kulturtechnischer und hydrologischer Maßnahmen zur umweltverträglichen Landnutzung sowie die Analyse von Wasser- und Stoffkreisläufen in der Landschaft und im Boden herauszuarbeiten. Ja. Hört sich kompliziert an. Was es damit auf sich hat, würde ich sagen, und welcher Bezug hier auch zum Tempelhofer Feld besteht, das erklärt Ihnen Marco Schmidt am besten selbst.